Hallo meine Hübschen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mit dem YouTube Made Me Buy It Tag, beziehungsweise Dinge, die ich gekauft habe, weil mich Leute auf YouTube angefixt haben. Das Video läuft ja momentan wieder etwas mehr durch die YouTube-Welt, deswegen habe ich das Video jetzt einfach mal gedreht, um euch zu zeigen, was habe ich denn so gekauft, das ich auf YouTube gesehen habe und unbedingt haben musste. Also das allererste Teil, was oben drauf liegt, ist von Chanel, der Soleil Tan de Chanel. Den habe ich ja in meiner Bronzer-Kollektion schon gezeigt und wie gesagt, ich habe ihn noch nie benutzt. Der ist noch komplett unberührt, aber ich werde ihn jetzt demnächst mal auftragen, weil er war einfach zu teuer, um ihn einfach in der Gegend rumfliegen zu lassen. Deswegen kann ich bisher auch nicht sagen, ob ich damit zufrieden wäre oder nicht. Da gibt es ja auch wieder geteiltere Meinungen zu dem Produkt, aber wie gesagt, ich denke, eigentlich, ja, also ob er jetzt gut oder schlecht ist, wie gesagt, kann ich nicht sagen. Ich hoffe natürlich, dass er nicht zu orangestichig auf meiner Haut sein wird, aber wenn nicht, dann benutze ich ihn einfach nur im Sommer, wenn ich schön braun bin. Das nächste gute Stück, was wir hier haben, ist von Sleek, die Solstice Highlighter Palette. Und da wurde ich eigentlich nur auf YouTube angefixt, weil vorher habe ich noch nie irgendeine Sleek Palette gesehen, außer bei etwas größeren YouTubern. Ich glaube, die allererste, so sieht die Palette von innen aus, die allererste YouTuberin, bei der ich die Palette gesehen habe, war Jaclyn Hill. Sie hat diesen Ton hier unten aufgetragen, beziehungsweise in einem Snap, glaube ich, geswatcht. Und das war Wahnsinn. Und ich kannte Sleek, habe aber noch nie jetzt eine Highlighter-Palette gehabt. Ich habe noch mehrere Lidschattenpaletten, von denen bin ich so gemischter Meinung. Also die eine Palette, die ich habe, die So Special oder Oh So Special, die ist sehr gut. Und dann habe ich noch eine, die heißt Storm und eine Monaco. Und von denen bin ich nicht so angetan. Aber wie gesagt, das sollte jetzt nicht in das Video kommen. Deswegen, die Sleek Solstice Palette wurde ich sehr hart angefixt von Jaclyn Hill. Und dann auch habe ich sie gesehen bei Manny, bei Jeffrey, also ja, sie war dann überall. Und das nächste Teil, das ich euch jetzt zeigen werde, sieht bei mir ziemlich schlimm aus. Aber ja. Und zwar ist das von Numi ein Glockenstab, Curling Iron. Es gab damals noch die 6 in 1, also wo man dann 6 verschiedene Aufsätze drauf machen konnte. Aber ich wollte diesen hier, das ist Medium. In Pink habe ich mir den geholt. Und der ist gut benutzt von mir. Mittlerweile nicht mehr so arg. Früher hatte ich so eine Phase, da habe ich mir die Haare extra geglättet und dann eingerollt, dass ich halt so ausgesehen habe, wie die ganzen YouTuber, die ihn benutzt haben. Aber mittlerweile bin ich einfach zu faul dafür. Der ist sehr, sehr gut. Also ich würde mir jederzeit wieder einen von Numi bestellen. Es gab ja damals die von Bellamy. Aber ich wollte unbedingt die von Numi haben und die gab es damals auch mit so einem Rabattcode. Den habe ich damals bei Liz Hearts gesehen. Und dann habe ich mir den bestellt und wie gesagt, ich finde ihn eigentlich recht gut. Dann machen wir weiter mit etwas kleinerem und zwar mit dem Inglot 77 Eyeliner, also 77 Gel Eyeliner. Das ist die schwarze Ausführung dieser Eyeliner. Den habe ich mir gekauft wegen Desi Perkins und Luster Lux, also wegen Katie. Die zwei benutzen den ja ständig und bei Desi, wenn sie so Nahaufnahmen hatte oder Fotos von ihrem Augen-Make-up und man hat dann so den Eyeliner gesehen, der sah einfach immer so cool aus. Ganz anders als die Gel-Eyeliner, die ich hatte. Deswegen wollte ich unbedingt mir den bestellen und den habe ich damals Beautylicious oder Beautylish bestellt, zusammen mit einem Charlotte Tilbury Lippenstift und ich liebe den. Ich benutze den auch eigentlich jedes Mal, wenn ich Gel-Eyeliner benutzen möchte. Ich habe den anderen weggeschmissen von Maybelline, weil der war schon so verprügelt, sage ich mal, dass der jetzt weg konnte und jetzt benutze ich nur noch den. Jetzt weiter mit den kleinen Pots. Und zwar habe ich hier von Best Damn Beauty die Lippenmaske. Best Damn Beauty, wer die Marke nicht kennt, ist die Eigenmarke von Nicole Guerrero, sprich sie hat die Marke, also es ist ihre eigene Marke. Und sie hat verschiedene Produkte und unter anderem die Lippenmaske. Meine ist schon gut benutzt und ich sag euch, erstens mal riecht sie ganz toll, sie ist pink und sie bringt wirklich was. Also ich trage sie jedes Mal, bevor ich Liquid Lipstick benutze, auf. Jetzt im Winter habe ich sie alleine als Tagespflege auf den Lippen. Wenn ich auf der Arbeit bin, habe ich halt keine Liquid Lipsticks drauf, deswegen habe ich dann nur
diese Maske drauf und die pflegt wirklich sehr, sehr gut, weil im Winter sind meine Lippen einfach schrecklich katastrophal. Deswegen benutze ich die da sehr gerne. Ich habe sie mir damals über Shipitoo herschicken lassen, weil ich glaube, der Versand nach Deutschland war recht teuer im Vergleich zu dem Produkt. Ich weiß gar nicht, was die gekostet hat, aber ich schreibe euch das mal ins Bild. Da sind nur ganz natürliche Inhaltsstoffe drin und generell ist in ihren Produkten nur solche guten Inhaltsstoffe drin. Deswegen hat sie das erfunden und die Best in Beauty Lip Mask liebe ich. Dann haben wir als nächstes ein paar Wimpern und viele können sich vielleicht jetzt schon denken, welche Wimpern es sind, weil keine Wimpern auf der Welt sind so rumgekommen wie diese. Und zwar rede ich von den Iconics von House of Lashes. Damals auch gekauft wegen Desi Perkins. Also ich bin generell so ein kleines Desi Perkins Opfer. Ja, wie gesagt, viele kennen diese Wimpern jetzt auch schon. Das ist ein neues Päckchen. Ich habe 6 Stück davon mittlerweile. Und das sind einfach richtig geile Wimpern. Nur, da ich halt so Schlupflider teilweise habe, also ich habe nicht so viel Platz auf dem Auge, kann ich sie leider nicht immer verwenden, weil man dann einfach kein Augen-Make-up bei mir mehr sieht. Das ist halt leider das Problem mit denen. Deswegen trage ich sie oft, wenn ich nur einen Eyeliner habe und so einen ganz leichten Ton in der Crease. Deswegen habe ich sie jetzt nicht so oft im Alltag, also im Alltag sowieso nicht. Aber wenn ich mal ausgehe oder so, dann habe ich die eigentlich gerne drauf, weil die sind echt so boom und also ganz, ganz toll. Und mein Stuhl quietscht. Hört ihr das? Dann haben wir mal wieder 2 Highlighter von ein und derselben Person. Man kann sich das auch wieder denken. Und zwar die Becca Shimmering Skin Perfectors in Champagne Pop und Prosecco Pop. Beziehungsweise das ist ein Split, da ist nicht nur Prosecco Pop drin. Ja, Jaclyn Hill hat diese 2 tollen Schätze ja kreiert, sag ich mal. Und die musste ich einfach haben. Damals war ich auch noch ein mega Jaclyn Fan. Und Champagne Pop ist und bleibt die Nummer 1 der Highlighter auf der ganzen Welt. Es ist so, es tut mir leid, er ist die Nummer 1, er ist wunderschön, universell, es kann ihn jeder tragen. Ich würde ihn mir jederzeit wieder kaufen. Er ist zum Glück im Standardsortiment gelandet, deswegen würde ich mir Champagne Pop, wenn er mal leer geht, wieder kaufen. Wie gesagt, das zweite ist ein Split Pen, da ist noch ein Blush dabei, aber halt auch der Highlighter hier unten. Prosecco Pop, das ist, wie gesagt, die kleine Schwester von Champagne Pop, weil der ist gold gehalten und nicht so champagnerfarben wie Champagne. Ganz tolle Erklärung, Lisa. Den wollte ich auch unbedingt haben, nur ich wollte nicht diese große Palette haben, weil da auch nochmal Champagne Pop halt in groß drin war und das wollte ich halt nicht. Deswegen habe ich gewartet, bis die Split Pens rausgekommen sind, weil ich auch diesen Blush unbedingt haben wollte. Wir als nächstes etwas relativ Neues und zwar die All Nighter Liquid Foundation von Urban Decay. Da wurde ich eigentlich nur angefixt wegen YouTube. Also wenn es so darum geht, dass neue Sachen rauskommen, da bin ich irgendwie nie so hinterher, außer wenn ich das halt auf YouTube oder auf Instagram gesehen habe, dann habe ich da so mein Auge drauf, aber vorher eigentlich nie. Und die habe ich bei wem denn zuerst gesehen? Ich glaube bei Nicole Guerrero, weil sie hat auch ölige Haut. Dann dachte ich mir so, okay, ölige Haut, wunderbar, kaufen wir uns. Und dann hat es ja ewig gedauert, bis die in Deutschland rausgekommen ist. Und ich habe jetzt 2 davon. Einmal die Farbe 1.0, glaube ich, und die ist weiß. Das ist einfach nur weiß, sie ist viel zu hell. Mittlerweile ist sie mir immer noch zu hell, aber ich habe mir jetzt die Farbe 3.0 gekauft und die passt perfekt. Ich habe sie heute drauf. Wenn es jetzt wieder so wird, dass ich komplett meine Bräune verliere, so in 2-3 Wochen, dann werde ich sie mixen müssen mit der weißen, weil dann wird die zu dunkel sein. Aber im Dezember bin ich auch schon wieder in der Sonne, deswegen war das sehr gut, dass ich mir die gekauft habe. Jetzt haben wir einen Liquid Lipstick und generell von der Marke habe ich auch nur über YouTube halt gehört. Und zwar ist es ein Jeffree Star Liquid Lipstick. Ich kannte Jeffree nicht, ich kannte ihn nicht zu seiner Musikphase und auch so habe ich eigentlich von ihm nichts mitbekommen. Ich habe ihn dann bei meiner Freundin, der Maren, entdeckt, weil sie von ihm geschwärmt hat, beziehungsweise von den Produkten geschwärmt hat. Und dann dachte ich so, oh ja, schaust du dir das doch mal an. Und dann habe ich auch seinen YouTube-Channel abonniert und fand ihn damals auch eigentlich recht cool. Ich finde ihn auch immer noch cool. Klar, er bringt manchmal so Dinge, da denkst du dir, Alter, aber
Also ich finde halt, er ist flippig und verrückt, deswegen, meine Güte, soll er halt so sein, wie er ist. Und ein Liquid Lipstick von ihm hat ja die Mega-Runde gemacht und das ist Androgyny. Und das ist auch dieser Liquid Lipstick, den ich mir hier gekauft habe. Das ist auch so eine richtig tolle Herbstfarbe. Er ist, ja, wie beschreibe ich ihn jetzt wieder? Dunkel, lila, nude. Oh Gott, ich bin im Farbenbeschreiben sehr, sehr schlecht, also bitte verzeiht es mir. Aber ich kann euch gerne einen Swatch machen. Einen Moment. So. Und viele haben gesagt, er soll so sein wie Kat Von D's Lolita, aber ist er nicht. Also ihr seht, er hat so einen leichten moorigen Unterton. Er gefällt mir richtig gut. Ich habe ihn jetzt öfters drauf, wieder bei dem Wetter. Manchmal sieht er auch so ein bisschen bräunlich aus. Also je nachdem, wie das Licht drauf fällt, ist eine super Farbe. Ich mag seine Liquid Lipsticks. Ich mag vor allen Dingen, dass sie diese kurzen Applikator haben. Damit komme ich besser klar als mit den langen manchmal. Und die Verpackung ist ja so wie die von Dose of Color, wie meine Lieblings-Liquid Lipsticks. Ja, Androgyny ist halt ab und zu nur in Stock. Ich habe damals zusammen mit Maren bestellt, als er dann im Stock war. Und muss sagen, ich finde ihn gut. Haben wir als nächstes noch eine Highlighter-Palette. Und meine hat ein bisschen gerade zu vorne drin. Und zwar, das ist... Nein, das ist gar nicht der erste Highlighter, den ich von der Marke habe. Aber egal. Also auf jeden Fall, die haben ja auf YouTube damals die Runde gemacht und da kamen zwei gleichzeitig raus und ich habe mich für dieses hier entschieden, weil das andere einfach sehr gold gewesen ist. Und zwar rede ich von dem Glow Kit von Anastasia Beverly Hills in Gleam. Das ist das mit dem Pink und Silber drin. Und damals hatte ich halt noch keine pinken und silbernen Highlighter, sondern immer nur Champagne und Gold. Okay. Heute habe ich Starburst und Crushed Pearl gemixt auf der Wange. Hat zum Augen-Make-up heute sehr gut gepasst, deswegen habe ich mal wieder zu ihr gegriffen. Wie gesagt, das war mein erstes Glow Kit. Ich habe noch das Sun Dipped Glow Kit und das Moonchild Glow Kit. Anastasia Beverly Hills ist einfach momentan, was Highlighter angeht, echt sehr gut und ganz weit vorne. Die gibt es mittlerweile auch beim Douglas. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch... verfügbar ist oder ob das ausverkauft ist oder ob sie das hier auch gar nicht mehr haben, dass sie immer nur ein aktuelles reinbekommen. Wie gesagt, das ist mein erstes gewesen von Anastasia Beverly Hills und ich habe es sehr lieb. Ist ja nicht Sinn der Sache, dass ich das alles zeige und das auch alles gut finde oder sollte man auch Sachen zeigen, von denen man enttäuscht ist, aber mir fällt nichts. Doch, mir fällt was ein. Einen Moment, ich hol's dazu. Ah! Und zwar etwas, was ich gekauft habe wegen YouTube und davon enttäuscht bin, ist von RCMA das No Color Setting Powder. Oh Gott. Und hier habe ich mehrere Dinge. Also ich habe es gekauft, weil Kathleen Lights es empfohlen hat und weil es, glaube ich, nur 6 Dollar kostet und halt jede Menge da drin ist. Ich habe ölige Haut und ich muss sagen, da funktioniert das leider überhaupt nicht. Ich bleibe matt für 30 Minuten und dann ist es, als hätte ich nie was anderes aufgetragen. Dann kommt noch dazu... Die Verpackung ist super scheiße gemacht. Also man kommt überhaupt nicht an das Produkt ran. Überall hat man das Produkt dann auch hängen, weil... Also man kann das hier oben aufmachen, ja? Ich versuche das jetzt mal aufzumachen, ohne dass ich... So, also man kann den Deckel öffnen und dann hat man diese Öffnung hier. So kommst du aber nicht an das Produkt. Das heißt, du müsstest es da raus tun. Und dann kommt viel zu viel Produkt raus und es fliegt überall rum, ja? Dann habe ich den Deckel abgedreht. Und am Anfang war das auch super. Bis halt dann etwas Produkt weggegangen ist, so wie jetzt. Und dann kommst du einfach nirgendwo mehr dran und holst viel zu viel raus und es landet überall, so wie es jetzt der Fall ist. Wie gesagt, ich werde es mir nicht nachkaufen, wenn ich es leer gemacht habe. Ich muss mal gucken, ob ich es in eine andere Verpackung stecken kann. Aber davon bin ich leider nicht begeistert. Nee. Schon weiß. Und die nächsten zwei Produkte sind von Morphe. Das sind zwei Lidschattenpaletten. Beide wegen YouTube gekauft, generell Morphe-Paletten wegen YouTube gekauft, Pinsel wegen YouTube gekauft. Ich kannte Morphe vorher nicht. Ich fange an mit der allerersten Palette und zwar ist das die Jaclyn Hill Favorites Palette. Das Bild vorne habe ich selber drauf geklebt, das ist eigentlich auf der Umverpackung, aber man hätte sonst nichts gesehen, außer hier unten ihre JH. Ja, die wollte ich unbedingt haben. Wie gesagt, ich war mal ein sehr großer Jaclyn Hill Junkie. Und so sieht die Palette aus.
Es sind Farben dabei, die mir nicht zusagen von der Formulierung her. Also wo ich die Qualität nicht so der Bringer finde, aber manche wiederum sind der Wahnsinn. Generell, es ist eine tolle Palette, was die Farben angeht. Es sind alle Farben drin, die man sich vorstellen kann. Und diese Farbe hier unten ist einfach so göttlich. Ich liebe diesen Ton. Ich habe ihn in 1-2 Looks auf Instagram mal gepostet, die ich zum Thema Herbst geschminkt habe. Ganz, ganz tolle pinke Töne, aber auch schöne warme Töne. Ich benutze zum Beispiel gerne diese zwei Töne in der Crease und gebe den auf dem ganzen Lid auf und verblende das einfach und das sieht wundervoll aus. Und dann diesen kleinen Highlighter in dem Inner Corner. Und das hier unten ist auch eine ganz tolle Reihe. Wie gesagt, für den Herbst zum Beispiel dieser Ton hier, der bringt bei mir gar nichts. Also der ist so gut wie gar nicht pigmentiert. Der ist eigentlich auch ganz schwach. Und der sollte so leichten Sheen haben, der hier oben. Hat er aber auch nicht. Gefällt mir auch überhaupt nicht. Wie gesagt, da sind so ein, zwei Farben drin, die es halt nicht so bringen. Und ja, man kann sie sowieso nicht mehr kaufen. Sie war limitiert. Aber ich würde sie mir jetzt eigentlich nicht nochmal kaufen, wenn man sie noch bekommen könnte, weil, wie gesagt, halt so manche Paletten darin nicht so der. Manche Lidschatten nicht so der Bringer waren. Die letzte Palette kann sich auch wieder jeder denken, die 35O Palette. Die habe ich damals beim zweiten Schlag gleich bekommen. Beim ersten Mal, ich glaube, 30 Sekunden war die ausverkauft. Ja, das ist die beste Palette, die Morphe jemals rausgebracht hat. Die ist göttlich. Also wenn ihr auf warme Töne steht, so wie ich es halt nun mal tue, dann ist das die geilste Palette, die ihr euch kaufen könnt. Die ist immer wieder bei denen im Stock. Ihr könnt, wie gesagt, richtig gute Codes benutzen. Affiliierte Codes, mein Gott. Aber wie gesagt, wenn es euch doch Geld spart, dann benutzt diese Codes auch ruhig. Ich glaube, auf Beauty Bay war sie jetzt schon ein, zwei Mal im Stock. Und hier gibt es keine Farbe, von der ich nicht begeistert bin. Ich liebe alle Farben und momentan stehe ich total auf diesen Ton und gebe den fast in jedem Auge Make-up nochmal oben in die Crease. Das ist so ein bisschen poppt einfach. Der, zum Beispiel bei der Kylie Palette, der Citrine-Ton, der erinnert mich sehr an diesen Ton. Deswegen habe ich den sehr gerne. Und diesen schimmrigen Lidschatten hier. Mal gucken, ob ihr den sehen könnt. Der hier, der ist einfach der Burner. Also generell, die 35O Palette ist eines meiner liebsten Stücke, die ich besitze. Die, wenn die mal irgendwann leer geht, kaufe ich sie mir nach. Weil das war wirklich eine ganz, ganz tolle Palette, die Morphe da zusammengestellt hat. Die gibt es ja jetzt auch mittlerweile in komplett matter Ausführung. Da sind alle Lidschatten matt und alle Lidschatten in schimmrig. Also nochmal zwei verschiedene. Die in schimmrig würde mich mal interessieren. Eben drum und diesen einen Ton hier unten. Den da, wenn der schimmrig ist. Wow. Also das werde ich mir irgendwann noch zulegen. Ja, und ansonsten waren das auch alle Morphe-Paletten, die ich besitze. Ich wollte mir unbedingt nochmal eine holen. Ich glaube, die 5F-Palette heißt die. Die möchte ich auch noch unbedingt haben. Ja, ihr Lieben. Und das waren dann auch schon alle Produkte, die ich gekauft habe, weil mich irgendjemand auf YouTube damit angefixt hat. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Produkt ja auch gekauft, eben weil ihr es auf YouTube gesehen habt. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich verlinke euch alle Produkte in die Infobox und schreibe auch alle Preise hier irgendwo in das Bild bei jedem Produkt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich auch gerne, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Ich freue mich über jeden Abonnent, der dazukommt. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ansonsten habe ich einfach nur zu sagen, habt eine ganz, ganz tolle neue Woche. Ich hab euch lieb. Tschüss, macht's gut.